nähert sich das Wasserschwein der von uns drapierten Falle. Es hat uns nicht gesehen. Aber wir haben eine Falle und ich hoffe, du tappst mir da rein. Und wenn wir jetzt gleich die Meldung sehen, Wasserschwein jagen, dann ist alles... Hey, machst du, gehst einfach wieder raus? Na, das hat ja gut funktioniert hier mit dir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Im Lauf erledigt. Du hörst auch meinen Kumpel zu schlagen hier. Wo heilig war. Hast du noch ein paar Bände? Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Soul Mask mit dem Gamebro und der lieben Grimhilde. Grimhilde, schön, dass ihr dabei seid. Leute, schaut mal, was wir haben. Unsere lieben Mitbewohner feiern hier gerade eine Party, wie es aussieht. Alle im Tanzwahn. Wunderschön. Ah, guck mal hier. Drei Leute sogar, die tanzen. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber ich find's cool. Sehr, sehr schön. Starke Geschichte. Tanzt mal schön ein bisschen rum, aber tanzt nicht ab. So, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mir für heute noch einiges vorgenommen. Wir haben in der letzten Folge unseren wunderschönen Wasserschweinestall gebaut. Hier mitten auf den See. Der wird regelmäßig von Piranhas attackiert. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber wir haben hier ein ganz, ganz gewaltiges Platzproblem, Leute. Ich muss hier in unsere kleine, ich weiß nicht, wie man das nennt, in unser kleines Tal hier, in unsere Hügelnische hier, muss ich hier reinbauen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so unkompliziert. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das gemanagt kriegen. Ich habe den Hinweis bekommen, dass wir für unser liebes Alpaka einen Stall brauchen, damit das hier nicht so verloren rumsteht. Und ich vermute mal, auch das müssten wir auf Fundamente stellen. Ich bin da nicht ganz sicher. Wir haben hier vorne, habe ich schon mal einen Wassertrog und einen Futtertrog hingebaut. Das ist schon mal nicht schlecht. Eventuell... Ich überlege gerade, eventuell könnte man vielleicht dieses Stückchen hier abtrennen und sagen, das ist so ein kleines Gehege für die... Aber das ist halt relativ klein, ist wirklich klein. Muss man mal schauen, vielleicht für den Anfang, ich bin mir noch nicht sicher. Ich baue mir da noch mal eben gerade ein paar Zaunelemente dran und dann überlegen wir, ob wir nicht irgendwo einen besseren Standpunkt finden. So, ich baue uns auch gerade noch mal ein paar Holzzäune, vielleicht brauchen wir davon mal welche. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. Schaut mal hier, eine Glühwürmchen-Wandlampe habe ich uns gebaut. Die müssen wir auch gleich noch irgendwo unterbringen, Leute. So, und dann zwei Dinge habe ich heute auf jeden Fall vor. Zum einen gehen wir gleich nochmal jagen und organisieren uns ein bis zwei Wasserschweine. Das ist die eine Geschichte. Eventuell bereiten wir jetzt gleich nochmal das Gehege vor, aber das ist so eine Kleinigkeit. Wenn wir das geschafft haben, dann werden wir auf jeden Fall mal losziehen und uns, ich denke mal, die Kaserne anschauen. Ich möchte zwar eigentlich Richtung uralte Pyramide gehen, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das schon passt, ob wir das schon packen. Also, wir üben heute einmal in der Kaserne, gucken, wie weit wir vorankommen, wie gut wir da durchkommen und ob wir eventuell die gesamte Kaserne geklärt bekommen. Wenn wir das geschafft haben, ist das quasi unsere Feuerprobe und dann ziehen wir los Richtung Pyramide. Da bin ich auch mal gespannt. Hier müssen wir auf jeden Fall alles mal gemacht haben. So, ich schaue mal gerade rein, wie weit sind wir? Wir haben schon 5 Zäune gebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele will ich überhaupt noch haben. Ich würde sagen, wir brechen das Ganze erst einmal ab. Wobei, lass mal ruhig stehen. Wir verlassen einfach nur die Werkbank. Ich nehme mir aber die Zäune noch mit. Nicht, dass ich es vergesse. So, pass auf, nimm sie raus. Und damit haben wir sie dabei. Und dann gucken wir gleich mal, wo wir noch diese wunderschöne Wandlampe, die Glühwürmchen-Wandlampe hinbauen können. Ich habe nämlich neulich offscreen das erste Mal Glühwürmchen gefunden. Das ist relativ nah. Das ist hier in der Nähe am See. Da gehen wir auch mal bei Dunkelheit nochmal hin. So, aber jetzt lasst uns mal ein kleines Gehege bauen. Nicht allzu groß, weil wir haben halt wenig Platz. Einmal die Null. Und ich würde sagen, wir trennen uns das hier einmal so ab. Ich weiß gar nicht, wir können die Zäune auch nur auf die Bodenplatten bauen. Anders geht es halt nicht. So, dann machen wir das einfach mal so rundherum. Das Problem ist, dass hier schon meine Kisten stehen. Vielleicht müsste ich damit mal umziehen, dass wir die Freiluftkisten mal einfach woanders hinpacken. Aber ich mache das mal. Ich packe uns hier noch einen Zaun ran. So, gibt es denn auch ein Gatterelement? Ich muss mal gerade gucken. C gedrückt halten. Holztreppengeländer, Holzzaun. Na wunderbar, okay, wir können Treppengeländer bauen. Das ist natürlich auch nicht so übel. Guck mal hier, dann könnte man das hier mal schöner machen. Leute, astreine Geschichte. Und ganz neue Optionen tun sich auf. Leute, da hinten müssen auch Geländer dran. Wunderbar, dann wissen wir, was zu tun ist. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier einen Alpaka reinpacke und sage freilassen. Ich nehme mal das große hier, komm mal mit. Weißt du was? Nein, wir reiten dich einfach mal da rein. Wir können es ja jetzt reiten. Leute, wir haben einen Sattel gecraftet. Und es war anscheinend, wie ich gehört habe, doch gar nicht mein Fehler. So, hier könnten wir das Alpaka auch anbinden, wenn wir es denn wollten. Bleib doch stehen, bleib doch stehen. Komm her. So. Na, noch ein
Komm ruhig ein Stückchen weiter rein. So, und jetzt steige ich ab. Du bleibst. Okay, magst du wohl nicht. Hm? Wenn ich jetzt mal sage Verhaltenseinstellungen, Aktionseinstellungen und ich sage Freiheit, was passiert denn dann? Haust du dann ab? Na klar, weil hier ist halt offen. Das ist ein bisschen doof. Da müsste irgendwie eine Türe rein oder ein Gatter oder sonst irgendwas. Wo rennst denn du jetzt hin, wenn ich dich freilasse? Ich folge dir mal ein kleines Stückchen. Hm? Ich weiß gar nicht, vermute, ohne Gatter, ohne Zaun, gehst du halt irgendwo hin, ne? Gehst du einfach spazieren. Verhaltenseinstellung, Aktionseinstellung, folge mir. Ich weiß gar nicht, ob du, liebes Alpaka, dann auch hier was futtern gehst. Kommst du mit? Kommst du mit? Vielleicht zäune ich auch einfach den ganzen Bereich hier ein, auch mit den Kisten. Da sind die Kisten halt auch im Gehege drin. Wäre jetzt auch nicht so das Allerschlimmste. Komm mal ran hier und dann sagen wir nochmal, ich bind dich hier nochmal an, bis ich genau weiß, wie das hier funktioniert. Mit dem Gehege wirst du hier erst nochmal angefloppt. So, ich guck mal, ob wir noch neue Zäune haben. Vielleicht hat jemand weitergebaut. Ich denke nicht. Oder doch? Oder doch? Ja, schaut mal an. Da war schon jemand da und hat für uns gebaut. Astrein, Leute, ich feiere das. Finde ich total gut mit unseren Mitbewohnern, die wir haben. Die sind so fleißig. So, ich würde am besten... Weißt du, wisst ihr, was ich... Oh, Mist. Ich glaube, auf die Art kann man sich hervorragend Zaunelemente kaputt machen. Wir machen das einmal so. Und ich hätte zu gerne eine Türe. Ich weiß nur nicht, wie. Ich weiß nur nicht, wie wir das machen. Pack's mal weg. Das eine hier würde ich sagen, vielleicht reißen wir das nochmal ab. Oder ich lasse es hier stehen als Trainer nochmal. Bin mir nicht sicher. Aber wenn ich es ganz zumache, ist halt blöd. Eine Tür da reinbauen? Ich weiß es nicht. Leute, ich bin da gerade ein bisschen überfragt, wie man es am geschicktesten lösen kann. Vielleicht nehmen wir uns auch erstmal tatsächlich eine Tür raus. So ist die Frage. So, ich mache das jetzt mal. Ich probiere einfach mal aus, Leute. Wenn ich das so hier als Element reinpacke, mit Türe, was macht das Alpaka denn dann? Kommt das, wenn ich es mitnehme, auch durch die Türe wieder mit raus? Oder wenn ich reite? Pass mal auf. Wir probieren das mal. Ist jetzt ein bisschen eng hier drin. Gut, das würde theoretisch funktionieren. Und wenn ich dich jetzt hier wieder reinstelle und sag Freiheit, dann bleibst du vielleicht hier drin auch frei. Ich bin mir nicht sicher. So. Bleib mal hier, bleib mal hier. Zuerst bauen wir aber diesen Holzzaun hier nochmal ab. Einmal demontieren. Und den packen wir dann woanders hin. So. Und du, mein Liebes, kriegst jetzt die Verhaltenseinstellung. Achtung. Freiheit. Ich gehe raus und ich mache die Türe zu. So, und bleibst hier drin. Sieht jetzt blöd aus mit der Wand. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir irgendwann wirklich tatsächlich noch ein vernünftiges Zaunelement, dass man hier so ein Gatter hinmacht. Das wäre riesig. Oder man kann es schon bauen und ich weiß es halt einfach nur nicht, wie es funktioniert. Ich gucke aber einfach nochmal nach. Tor. Ja, das sind große Tore. Gatter gibt es nicht. Zaun. Dann haben wir einfach nur den Zaun. Schade. Leute, wenn ihr das seht und eine Idee habt, wie man das geschickter und schöner machen kann, würde ich mich riesig über eure Rückmeldung freuen. Da kann man garantiert noch mehr machen. Also ich packe jetzt einmal unsere Taschen leer. So, einmal A. Alles abgeben. Ah, alles. Oh, die Lampe. Nee, die wollte ich noch behalten. Wir haben doch irgendwo noch eine Rüstungskiste. So, auch das ganze alte Gerümpel hier mal weggepackt. Oh, nee, so war das nicht gemeint. so nicht. So, die Axt packen wir hier hin. Die Zäune packe ich auch wieder hier rein. So, pack sie weg. Die Lampe behältst du, die packen wir uns doch irgendwo dran. Leute, die schöne Leuchte. Ich würde sagen, die machen wir mal irgendwo hier mit dran. So, dass wir hier auch ein bisschen Licht haben. Leute, gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Vielleicht tauschen wir irgendwann die ganzen Fackeln hier mal aus gegen Glühwürmchenlampen. Da oben habe ich übrigens auch schon mal eine dran gemacht. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Die müssten wir eventuell nochmal demontieren. So, wir sind soweit relativ gut ausgestattet. Ich habe auf meine Klinge auch mal eine Lebungsmodifizierung drauf gemacht. Das habe ich mal ausprobiert. Wir können uns Modifizierungen machen. Eine Lebungsmodifizierung zum Beispiel. Und damit ist jetzt die Waffe bestrichen. So, wir haben einen Bogen mit 72 Schuss. Ich habe uns Knochenpfeile gecraftet. Und jetzt gucken wir mal bitte gerade. Das ist die Ludmilla. Die kann hier bleiben. Wie geht's denn dir, Ludmilla? Anerkennung 500, Stimmung 504. Kann man dir irgendwie was Gutes tun? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich das sehen kann.
Vielleicht machst du einfach mal ein bisschen Pause. Wir müssen mal gucken, wie wir euch am besten hier... Da gehen sie rein und raus. Und du willst gerne raus, ne, Alpaka? Irgendwie ist das nicht so das Wahre hier mit meinem Gehege. Ich weiß. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Das funktioniert so nicht gut. Wo bist denn du? Ich glaube, den Bronco wollte ich mitnehmen. Der Bronco ist nämlich ein guter. Komm mal ran hier, Bronco. Du kommst jetzt mit kämpfen. Und direkt mal auf F2 folgen, bitte. Bist du am Start? Folgst du mir? Steht auf Folgen, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, das Alpaka, das lassen wir mal frei. Ich habe uns auch noch ein kleines Alpaka rangeholt, aber das braucht noch ein Weilchen hier. Guck mal hier, 27. Ja, ich hole dich gleich. Wir geben dem kleinen Alpaka auch noch mal ein bisschen was zu futtern. Aufteilen. Gib mir mal eins, das gebe ich dir dann einfach mal ins Inventar. Ich weiß nicht, ob das hilft, ob es besser ist für dich. Nein, bleib ruhig hier stehen. Du süßes, kleines, süßes, kleines Ding. Ich möchte dich nicht aufheben. Nein, ich möchte dich nicht aufheben. Ich möchte einfach nur einmal reinschauen. Ach, guck mal, da hat sogar noch Alpaka-Futter im Inventar. Also dürfte da ja nichts passieren. Wunderbar. Wir haben noch ein bisschen was. Supi. Da hinten wachsen unsere Pflanzen. Da muss auch mal bald geerntet werden. So, aber jetzt mach doch mal Platz. Weißt du was? Lass mich einfach reiten. Das kleine Alpaka bleibt eh stehen. Von daher ist nichts. Ist es nicht schlimm. Und wir ziehen jetzt einmal los. Ich wollte noch Schweine jagen. Ist egal. Machen wir dann im Anschluss. Wir gehen jetzt einmal los und versuchen. Wobei, Leute, wir haben 15:38. Wir machen das anders. Wir gehen einmal ein Schweinchen fangen. Dann bringe ich die Nacht hier rum. Und ich möchte ja nicht mitten in der Nacht kämpfen gehen. Das wäre gar nicht so geschickt. Das lassen wir mal bleiben. Ich pack's Alpaka nochmal zurück. Schneid die Geschichte dann gleich so ein bisschen raus. So, pass auf. Ich lasse dich hier stehen. Okay, du bist noch auf Modus Freiheit. Dann machen wir die Tür mal hier zu. Und du kannst hier machen, was du willst. Und ich guck mal, dass wir uns auch mal eine Falle gecraftet kriegen. Wir sehen uns gleich, wenn ich ein bis zwei Fallen am Start habe. So, wunderbar, Leute. Wir haben jetzt zwei Fallen am Start. Jetzt brauchen wir nur noch was als Köder. Ich guck mal gerade, was wir in unseren Nahrungsmittelkisten haben. Kartoffeln wären super. Ich glaube, Kartoffeln funktionieren ganz gut. Da haben wir geröstete Kartoffeln. Oh, da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich nehme einfach mal normale Kartoffeln mit. Normale Kartoffeln habe ich getestet. Das klappt soweit. So, dann lass uns mal gucken, wo wir ein paar liebe kleine Schweinchen finden. Dafür würde ich sagen, laufe ich einfach mal ein Stückchen um den See hier rum. Hier habe ich das erste gefangen. Guck mal, hier liegt sogar noch was rum. Was ist denn das? Die Kartoffeln, Leute. Ha, die waren beim letzten Mal weg, als ich das Ding abgebaut habe. Dabei liegen sie noch hier. Und da liegen hier wahrscheinlich auch noch meine verlorenen Kartoffeln. So, gib sie bitte her. Nicht, dass da was wegkommt. Und auch hier. Da hatte ich nämlich experimentiert. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Vielleicht, weil meine Fallen kaputt waren. Ich weiß es nicht. So, aber wir gehen jetzt einmal los. Einmal hier unten herum. Um den See und gucken, wo wir Wasserschweine finden. Es gab eigentlich relativ viele hier. Darum mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir da noch eins eingefangen kriegen. Oh, hier Wasserschwein, Wasserschwein, Wasserschwein. Das Geheimnis beim Wasserschweinejagen oder generell beim Jagen ist, die Tiere dürfen uns, glaube ich, nicht sehen. So, also müssen wir so ein bisschen heimlich bleiben. Ist jetzt so blöd, jetzt kann ich hier keine Falle aufstellen. Und im Wasser ist auch blöd. Na gut, dann laufen wir ein Stück weiter. Und wir gucken, ob wir hier irgendwo einen Platz finden, wo das Ding... Guck mal, hier könnten wir es hinstellen. Ich pack uns einfach mal hier eine Falle hin. Das packst du weg, dann gehen wir hier rein und deponieren hier ein paar Kartoffeln. Aufteilen. Ich weiß nicht, ob es irgendwas ausmacht, wie viele drin sind. Und jetzt ziehen wir uns mal zurück. Und wenn uns die Wasserschweinchen nicht gesehen haben, könnte es passieren, dass gleich eins angelockt wird von dem köstlichen Duft der leckeren Kartoffel. Schauen wir mal, guck mal, nähert sich das schon? Kommt da schon eins? Ich bin mir nicht sicher. Schaut euch das an, ich glaube, es nähert sich langsam, aber sicher nähert sich das Wasserschwein der von uns drapierten Falle. Es hat uns nicht gesehen. Es ist Level 14 und ich weiß nicht, ob du Männlein oder Weiblein bist. Ist mir auch egal. Ich kann es eh noch nicht sehen. Aber wir haben eine Falle und ich hoffe, du tappst mir da rein. Und wenn die Klappe zugeht, dann haben wir es eingefangen. Und wunderbar, wir schleichen uns langsam hier rein, heran. Und wenn wir jetzt gleich die Meldung sehen, Wasserschwein jagen, dann ist alles... Hey, was machst du? Gehst einfach wieder raus? Na, das hat ja gut funktioniert hier mit dir. Na, super. Also. Na gut, dafür ist aber die Falle kaputt. Super gut. Das war nicht erfolgreich. Was haben wir denn da jetzt falsch gemacht, bitteschön?
gehst rein, machst die Falle kaputt und kommst einfach wieder raus. Okay, das war nicht so erfolgreich. Wir probieren es doch mal. Wir haben ja noch ein paar Fallen. Ah, das ist ja blöd. Blöd gelaufen, hätte ich gesagt. Vielleicht bist du zu groß dafür. Ich baue das Ding hier mal ab. Mal gucken. Demontieren. Kann ich es jetzt nicht mehr, weil es halt einfach kaputt ist. Dann wird es abgerissen. Und die Kartoffeln nehme ich wieder mit. Okay, wir gehen noch einmal weiter um den See rum. Mal gucken, ob wir eine bessere Stelle finden, wo wir es vielleicht auch besser platzieren können. Vielleicht brauchen wir kleine Wasserschweinchen. Ich weiß es nicht so genau. Da ist ein Truthahn. Hier ist ein kleines Schweinchen. Haust jetzt erstmal ab. Hast mich bemerkt. Ist nicht so schlimm. Ich muss eh erstmal irgendwo einen vernünftigen Platz haben, wo ich das Ding aufbaue. So, hier würde es eigentlich funktionieren. Aber jetzt ist kein Schweinchen mehr da. Hier sind Schweinchen. Aber du bist hier ein großes Schwein. Und ich weiß nicht, ob du mir das Ding nicht wieder kaputt machst. Durchaus möglich. Ich packe hier einfach trotzdem nochmal Kartoffeln. So, wir machen es einfach mal. Und vielleicht müssen wir schnell genug dran sein, bevor das Schwein wieder rausgeht. So, komm einfach mal hier rum. Bronco. Bronco, entferne dich von unserer wunderschönen Falle. So, das Schweinchen kommt, es nähert sich und ich habe keine Ahnung, es sieht uns nicht. Das ist gut. Wir warten, bis das Schweinchen in die Falle tapst und dann werde ich husch, husch, vielleicht habe ich einfach nicht so viel Zeit und muss einfach schneller rangehen. Gehst du rein in die Falle? Du liebes Schwein? Du liebe Sau? So, ich gehe ran, die Falle ist zu und jetzt müssen wir das Vieh einfach nur noch irgendwie jagen. Also das, was soll denn das, Leute? Was mache ich da falsch? Ist doch nicht wahr. Guck nur, du blödes Schwein. Ich heute dich bei lebendigem Leib. Das ist doch nicht wahr. Hört ihr, jetzt ist die Falle auch kaputt. Demontieren. Nein, geht nicht, abreißen. Also, ich habe es geschafft. Ich habe eine Falle aufgestellt und ich habe einen Schwein gefangen. Es war aber ein kleines und das ist nicht wieder rausgerannt. Das läuft jetzt in unserem Gehege rum. Wir gehen mal zurück. Die Sonne geht schon unter. Dann können wir gleich die Nacht überbrücken und dann ziehen wir los und gehen kämpfen. Ich glaube, das kann ich besser. Ja. Mann, Mann, Mann. Dass das so eine schwere Geschichte ist, hätte ich nicht gedacht. Aber wie gesagt, wenn ihr da schon Erfahrung habt und ihr habt das schon mal gemacht, sagt mir da gerne Bescheid. Mache ich einfach irgendwas falsch oder ist das Ganze noch verbuggt? Oder stelle ich mich halt einfach wirklich selten dämlich an? Ich glaube das Letzte, aber ich bin auch für alle anderen Lösungen offen. So, dann schauen wir gerade mal, ob unser kleines Schweinchen noch da ist. Und ob sie denn auch gut geht hier auf irgendeine Art und Weise. Guck mal, hier haben wir ein kleines Schweinchen. Entwicklungsstatus in der Entwicklung 0%. Nahrung reicht nicht aus. Haben wir hier irgendwo, kann ich Wassertränke? Guck mal, das ist eine Wassertränke. Und haben wir hier auch, hier ist ein Trog. Gegenstand ansehen. Wir müssen da mal ein bisschen was zu futtern reinpacken. Aufteilen. Und dann schauen wir mal, ob du, liebes Schweinchen, Kartoffeln futtern kannst. Ich hole auch mal einen Eimer Wasser. Wassermenge 900. Ast rein. Genauso macht man das. Na, mach doch kaputt. So, und jetzt haben wir ein bisschen Wasser drin. Wir haben ein bisschen was zu futtern. Und ich denke mal, jetzt kann es dir eventuell besser gehen, oder? Reicht das Essen jetzt für dich? Nahrung ausreichend, Hydration ausreichend, Geschlecht männlich. Ast rein. Leute, ich würde sagen, ich bringe die Nacht hier rum und dann sehen wir uns gleich und gehen auf die Jagd, beziehungsweise stürzen und so. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon. Die Nacht ist vorbei, der Morgen bricht an. Ich habe uns hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe uns ein Lagerfeuer mit Unterstand gebaut. Das Alpaka haben wir hier abgestellt und unser Mitkämpfer, der liebe Bronco, ist eingestellt. Folge des Hanses fern, er ist auf Fernkampf eingestellt, er hat sehr viel Munition und ich glaube, er ist gut mit dem Bogen. Oh nein, wir schauen mal, wir probieren mal aus, wie gut wir jetzt zurechtkommen. Ich sehe gerade keine Wachen auf den Türmen, kann das denn sein? Ist das möglich, dass keiner da ist, Leute? Guck mal, da unten steht einer, ich weiß noch nicht, ob ich den von hier aus erwischen kann. Ah, daneben, aber vielleicht kommst du hier ran, bin mir nicht sicher. Wäre ganz cool, wenn du jetzt mal zu uns kommst. Sonst pullen wir dich einfach mal hier so raus. Auch nicht, aber zwei Stück gleichzeitig. Und da... Nee, pass auf. Wenn der weggeht, dann... Hört er kommen. Komm ran.
Alter, das kann nicht sein. Du triffst mich echt wie ein Scharfschütze hier. Und ich treffe dich gar nicht. Gar nicht so gut. Und was machst du lieber, Bronco? Hast du keinen Bock? Heute hast du doch schon ganz gute Treffer, aber irgendwie. Da kommt die gute. So, wir packen uns mal Schwert und Schild. Und packen uns auch mal direkt einen Verband nochmal rein. Oh, was war das? Warum blockst du denn nicht? Was denn da los? Leute. Also das klappt ja mal wieder astrein. Hervorragend hier nicht. So schnell mal ein Verband. Vielleicht reicht's. Bronco, hilfst du mal? Leute, das klappt ja hervorragend, Leute. Brauchen wir Effekt hochziehen. Okay, die erste haben wir erledigt. Aber das war alles andere als gut, was wir hier gemacht haben. Geht's dir gut? Hast auch einen Verband dabei, oder? Ich nehme auch nochmal unseren Verband. Ich probiere das nochmal. Ich bin noch nicht gut mit dem Bogen. Das müssen wir trainieren. Wir haben schon mal einen rausgepult. Ich weiß auch nicht, wie schnell der Respawn hier funktioniert. Leute, das ist auch eine Geschichte. Keine Ahnung. Da vorne steht noch einer. Hier steht noch eine. Komm, du könntest doch einfach mal rankommen hier. Komm doch mal raus. So, komm, ich lock dich mal. Vielleicht kommst du ja hinterher. Kommst du? Du Gute. Na komm, da raus da. Wir haben doch gar nicht so viel Zeit. Also die trifft auf jeden Fall mega, mega zielsicher. Das ist nicht wahr. Und der Bronco steht hier nur rum. Ich weiß nicht, was das soll. Du könntest mich hier mal ein bisschen verteidigen, lieber. Was war das? War das jetzt ein Pfeil von der Seite? Bronco, mach doch mal mit. Alter. Komm, wir machen mal. Das da hinten könnte mal unser Ziel sein. Und du greifst das Ziel auch mal an. Ich drücke F1. So, Ziel angreifen. Kannst du das machen? Nee, wenn ich das habe, dann ist gar nicht gut. Dann kann ich nicht mehr vernünftig zielen. So, das würde mit Schwert und Schild und mit dem Doppelschwert viel einfacher und besser gehen. Aber ich möchte gerne den Bogenskill auch trainieren. So, da liegst du auch mal im Dreck, du Liebe. Ich nehme mal alles mit, was wir gleich gesammelt haben. Packen wir dann beim Alpaka rein. Und ich nehme mir sofort nochmal einen neuen Verband. So. Jetzt haben wir nur noch dich und den, der da vorne Patrouille schiebt. Tut mir gefallen und komm einfach raus. Behag mich nicht jetzt die ganze Zeit mit Bogen. Komm doch da raus. So, ich treffe dich schon wieder nicht. So, ich versuche dich rauszulocken. Und was ist mit dir, Bronco? Warum machst du nicht mit? Müsste ich gleich mal in deine Einschaltung gucken. Habe ich dich irgendwie auf friedlich gestellt? So, greif doch einfach an. So, jetzt macht er was, der Bronco. Kulitschka, Bronco Kulitschka. Er scheint jetzt auch mitzuschießen und zu treffen. So, ich habe nicht vor, irgendwen zu rekrutieren. Jetzt hier von daher. So, einmal gescannt. Irgendjemand da. Von daher können wir das eigentlich relativ entspannt angehen. Ich möchte euch einfach nur hier rauspullen, ihr Lieben. Ich weiß, wenn man nicht richtig aufpasst, dann kann man sich sehr, sehr viel Gegner pullen. So, wow, das war mal ein guter Hit. Hervorragend. Kommst du, da bringst du Verstärkung. Was macht denn der? Hat keinen Bock. Doch, da kommt er. Mit der dicken Keule. Achtung, Schwert und Schild, Schwert und Schild. Nimm doch das Schild in die Hand. Leute, irgendwie passiert hier gerade nichts. Ist gerade alles. Leute, aufpassen. Bronco, lauf! Ich hoffe, Bronco folgt mir. Da kamen sie nämlich wieder alle. Also das ist, wenn man den anschießt, den einen. Dann scheinen sie echt alle zu kommen. Wo ist Bronco? Hier geht's auch gerade nicht mehr so gut, ne, Bronco? Wow! So, jetzt aber mal bitte konzentrieren. Hier sind noch. Das ist
gibt's doch gar nicht. Aber der Bronco auch. Der Bronco ist ein guter. So, ich nehme auch mal eben Verband. Ganz schnell. Ja, super. Und finishing move. So, du kannst dich auch mal verbinden, Bronco. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Stück wieder erledigt hier. So, zum Glück haben wir hier das Lagerfeuer, weil ich glaube, wir werden den einen oder anderen Toti sterben. Da bin ich mir sogar fast sicher. Okay, die Wache ist immer noch hier. Du bist der, der uns immer die Leute ranholt, ne? Der so viele auf einmal pullt. So, komm doch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der hat hier, glaube ich, irgendwo so eine Alarmklingel. Kann das sein? So, pass auf, Bronco, die kommen wahrscheinlich gleich wieder alle. Im Moment sehe ich nichts. Ich habe das Gefühl, hier vorne ist wahrscheinlich so eine Art Kaserne oder so. Und da kommen die dann raus. Anscheinend jetzt nicht. So, wir gehen mal rein ins Lager. Komm, komm, Bronco. Hulitschka. Auf jeden Fall gibt es hier einen Waffenständer, aber da gibt es keine Waffen dran. Sonst scheint hier auch nichts zu sein. Da hinten läuft noch einer rum. Dich können wir doch auch mal pullen, oder? Wer schießt denn da? Und du kämpfst du? Und wenn ja, gegen wen? Yes, baby! Holla, die Waldfee. So, waren das alle? Mit wem hast du gekämpft? Schon wieder, Bronco. Und zeig mal kurz bitte nach. Einmal bitte gucken, ob du noch Verbände hast. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Wir teilen das, was ich habe, einmal auf. Aufteilen. Kriegst die Hälfte ab. Da schießt doch schon wieder jemand. Ich merke das doch. Aber von wo? War das der da hinten? So, ich möchte gerne Bogenskill ein bisschen verbessern. Na, danke schön. Hast du ja gefickt eingeschädelt hier. Aber ich wusste ja schon, ich habe mir mit dem Bronco einen guten mitgenommen. Das ist gar nicht so verkehrt. Und wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Mal gucken. Da oben, da ist auf jeden Fall noch jemand. Und da hinten kommt auch noch einer. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, erstmal dich da oben runter zu schießen. Ist aber auch so einer, der sicherlich dann Leute ranholt, oder? Nee, machst du nicht, machst du nicht. Ein Kampfschrei war das, oder? Wow, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Im Lauf erledigt. Schön, dass du hier noch rumstehst, ist kein Problem. Unterstützung brauche ich nur manchmal. Und ich sehe auch gerade, dass... Guck mal, hier ist eine Truhe. Können wir dich leer machen? Ich guck mal rein. Scheint zu funktionieren. Ich nehme einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Und irgendwo kämpfst du schon wieder, ne? Da oben hast du einen entdeckt. Ja, lass den doch einfach kommen. Und ich habe auch gerade so ein bisschen schlechte Frames, habe ich das Gefühl. Ich muss auch gucken, was da jetzt passiert ist. Läuft gerade nicht so rund. Da sind auch noch welche. Guck mal, da kommt einer. Dich sollten wir uns auf jeden Fall jetzt mal schnappen. Na, das war nicht so gut. Bronco, pass auf, die könnten stark sein. Blocken, blocken. Oh, was bist denn du für einer? Bist du der Boss? Bronco, aufgepasst, aber... Jawohl, sauber geschnetzelt. Sauber geschnetzelt ist gemacht. Yes, baby. Und das kann ja hoch die Truppe in die Kurve gehen. Und ihr haut mir nicht auf meinen Bronco ein von hinten. Ist ja wohl nicht euer Ernst.
Vielleicht sollte ich mal ein bisschen besser timen, genau, und dann kriegst du mich mal so richtig eine rein. So einmal alles looten, was wir hier liegen haben. Leute, das sieht gerade. Ich muss mal gucken, was ich gemacht habe, dass meine Frames gerade so mies sind. 36, das ist ja katastrophal, Leute. Sonst hatte ich immer über 100, weit über 100. Dabei habe ich nichts umgestellt. Es gab aber auch kein Update oder sowas. Zumindest nicht, dass es mir irgendwie bewusst wäre. Ich werde nach der Folge auf jeden Fall mal schauen und gucken, woran das jetzt liegen kann. Woran das jetzt hapert. Wir müssen die Verbände mal wieder unten reinziehen hier. Einmal nachher. Da, so. Und dann essen wir vielleicht auch noch mal ein kleines Buff-Süppchen. Komm, Bronco, komm weiter. Wir haben hier noch ein bisschen was. Barbar gefangen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hoch. Vielleicht auch mal mit der Waffe. Ja, die macht schon was, ja. Also das ist schon... Die haut schon ordentlich rein, die Waffe. Guck mal, hier sind überall Gefangene. Können wir euch freilassen? Bringt das was? Ich, guck mal, da kommt noch einer. Da hinten kommen noch mehrere. Komm mal mit, Bronco. Wir laufen erstmal ein Stück. Nicht, dass wir uns da wieder, wer weiß, was gepult haben. Wir machen das auf sicheren Abstand. Leute, 40 Frames, das ist irgendwie gerade... So, Anleitung überspringen. Ach, verdammt. Jetzt habe ich ganz viele Anleitungen übersprungen. Oh nein! So, bin fort mit dir. Ich finde die Wüste. Mist, ich habe ganz viele von meinen Anweisungen übersprungen. Kann man das wieder rückgängig machen? Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt, Leute. Ich wollte eigentlich nur das hier machen. Ich wollte die Anweisungen einmal verstecken. Ein Affe, Leute. Ist das euer Affe? Was bist denn du hier für ein Läufer? Ich glaube, ihr seid so ein bisschen so Botschafter und die Hauptwachen, kann das sein? Die auch andere immer benachrichtigen. Ist das möglich? Stoppt ihr noch mal einen Pfeil am besten im Kopf. Okay, sie kämpft, er haut ab. Und ich blute ganz gewaltig. So, einmal Verband bitte. Also sobald ich die nette Dame aufschalte, kann ich nicht mehr vernünftig zielen. Komm, schlag mal zu. Hau mir doch einfach eine rein, du Liebe. Bronco, kämpfst du auch? Mit wem? Ach, zwei Stück hast du dir geholt. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir uns hier gleich irgendwelche Bosse irgendwo herholen. So, einer weg, einer weniger. Bronco, pass auf, du siehst nicht gut aus. Du siehst nicht gut aus, Bronco. Oh. Heilung bitte. Feuerstammbarbar. Ich vermute, wenn wir hier die richtige ranholen, können wir uns vielleicht die Feuersteinrüstung bauen. Nicht ausmöglich. Mist, ich wollte dich eigentlich überzeugen. So, kannst du dich auch noch heilen, Bronco? Du siehst gut aus. Okay, alles gut. Gucken, ob es hier noch irgendwelche Kisten oder irgendwas Spannendes zu entdecken gibt. Hier hat einer gepennt. Hier ist eine Kiste. Die machen wir einmal leer. Super, super, super. Wir nehmen alles mit. Wie viel kann ich noch tragen? Ein bisschen Platz haben wir noch.
Und so müssen wir gleich mal dem Bronco was abgeben. Das geht natürlich auch. Und da müssen wir mal schwer aussortieren. Wir müssen ja nicht jeden Scheiß mit rausnehmen. Ich habe Scheiß gesagt. Es tut mir leid. So, vielleicht. Komm mal ran. Vielleicht holen wir dich nochmal mit dem Bogen. Feuerstein-Baba Level 18. Komm ran. Komm ran. So, ich möchte dich mit dir jetzt nicht direkt töten. Ich möchte dich einmal überzeugen. Bleib stehen, bevor der Bronco dir den Rest gibt. Im Ernst jetzt? Nee, hast du nicht erschlagen, hast du leben lassen. Ne? Wir haben irgendwie die Chance, eine Rüstung von denen zu kommen. Ich weiß noch nicht, ob wir da einen bestimmten fangen müssen oder ob das eigentlich egal ist. Wir gucken einfach uns noch mal ein bisschen um. Ich glaube, wir sind jetzt mittendrin in dem Lager. Hier ist noch eine Kiste, die machen wir noch mal auf. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir vom Feuersteinstamm die Rüstung lernen. So, nimm alles mit. Oder vielleicht können wir auch irgendwas aus Kisten looten, was uns da weiterhilft. Ich weiß es nicht. Sonst gehen wir beim nächsten Respawn hier nochmal rein. Und wenn ihr das wisst, was ich hier genau machen muss, um an die Rüstung zu kommen, sagt mir da bitte gerne Bescheid. Würde mich irre interessieren. Wer bist denn du? Stehst hier so rum und sagst nichts? So, Bronco, pass bitte einfach auf, dass du mir den nicht direkt zugeschlägst. Leute, das mit den Blocken, das klappt gerade überhaupt nicht bei mir. Ach du Mann, ich glaube, dem Bronco geht's nicht gut. Du hörst auf, meinen Kumpel zu schlagen hier. Bronco, heil dich mal. Hast du noch Verbände? So, jetzt haben wir zwei Stück leben lassen. Nee, anscheinend beide tot. Nicht so schlimm. Wir gehen mal weiter rein. Und ich nehme mir auch nochmal einen Verband. Leute, wir müssen uns neue Verbände craften. Ganz, ganz dringend. Hier unten ist auch noch einer, der rennt hier auch so von links nach rechts. Vielleicht pullen wir dich nochmal. Ui, warum brennt das? Was habe ich denn da? Leute, pass doch auf. Komm mal zurück. Nicht, dass der hier irgendwie ein Alarmfeuer oder sowas auslöst. Na, komm noch ran. Pass auf, ich möchte ihn überzeugen. Nein, aufpassen. So. Alter, jetzt lauf, Bronco, lauf, 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 lauf. Ich renne einfach mal. Ich hoffe, dass der Bronco hinterher teleportiert wird. Oder einfach auch hinterher läuft. Wo kamen die denn jetzt alle her? Bronco, lauf. Komm zu Bronco. Bronco! Leute, wo holen die immer so viele auf einmal her? Alter, die folgen aber auch hunderte Meter weit jetzt. So, ich laufe einfach mit, bis der Bronco wieder da ist und dann gehen wir wieder rein. Haben wir jetzt auch so jetzt den Anführer gepult? Wo ist er denn hin, der Bronco? Hallo? Komm, folge mir. Da ist er, da ist er. Pass auf, ich glaube, du hast keine Verbände mehr. Kann das sein? Wir müssen da nochmal teilen. So, hier hast du ein paar und dann müssen wir uns dringend neue machen. Und dann lass uns doch einmal rein. Leute, ich überziehe ein bisschen, aber wir schneiden uns das auch ein bisschen zusammen. Und ich möchte jetzt gerne hier weitermachen. Ich möchte hier durchs Lager kommen. Da oben haben wir noch ein bisschen Loot liegen lassen. Ist aber gar nicht ganz so schlimm. Ach, hast du was gehört? Na, komm doch mal ran.
Oh, Achtung, von hinten, Rauke. Irgendwo von oben, von hinten, von links, von rechts. Und irgendwo kommen sie schon wieder. Komm, du wirst erstmal überzeugt. So, keine Ahnung, ob uns das bringt. Ob wir dadurch was lernen können. Aber wo sind denn die anderen jetzt schon wieder? Verbannt? Hinter mir! Wow! Oh, verdammt! Was bist denn du für einer? Onkel, du darfst gerne mitkämpfen. Das ist gar kein besonderer. Da oben ist aber auch wieder einer. Bronco, bist du noch da? Oh, ich sollte einen Verband nehmen. Das ist das Geräusch. So, dem Bronco geht es anscheinend gar nicht schlecht. Und du kriegst auch nicht mal wieder einen Finishing Move hier. Kurzen Prozess, du lieber Bronco. Die Frage ist halt wirklich, wie viele sind noch da? Wie viele leben hier noch? Da vorne ist noch einer, den wir liegen gelassen haben. Ich glaube, ich gebe dir mal was zu futtern. Du bist ja noch im Modus hier. Ja, schleppen wir dich mal ein Stückchen raus. Vielleicht nehmen wir dich mit, ich weiß es nicht. Wir haben ja noch immer wir haben ja noch immer die gute Dame, die uns absolut böse gesonnen ist, die müssten wir ja auch nochmal austauschen. So, wir gehen mal rein und geben dir mal ein Süppchen, wenn wir denn gerade eins finden. Salsa? Nee, Salsa kriegst du nicht. Du kriegst eine normale Suppe. So, dann hast du was. Isst du was, bist du was. Und wir gucken mal echt, wie viele es noch hier gibt, Leute. Und ich muss den Loot aussortieren. Ich nehme viel zu viel Schrott mit, habe ich das Gefühl. Ich lasse mal. Ah, na komm, wisst ihr was? Ich nehme alles mit. Und dann gehen wir hier rein und zerlegen einfach schon mal so ein bisschen was. Zeug, das wir nicht brauchen, wird zerlegt. Oh, ich habe keine Ahnung, wie groß das Lager ist. Da hinten sind auch noch Gebäude. Da unten steht noch ein Level 18er. Ansonsten sieht es hier ruhig aus, aber ich denke mal, da oben werden wir noch hin müssen. Hier sind zwei. Level 18, Level 19. Und dich schießen wir uns einfach mal mit einem geschickten Schuss ins Gesicht hier ran. Ich mache von hinten ran. Ich glaube, noch einen geholt. Kann das sein? Habe ich die Waffe gewechselt? Aus Versehen. Kann sein. So, nehmen wir alles mit. Aussortiert wird später. Und Verband nehmen. Dem Bronco geht es noch gut. Und ich glaube, der hat Spaß. Dem macht das hier richtig Freude, dass wir hier ein bisschen schnetzeln können. So, wie sieht es denn hier hinten aus? Komm mal hier rein, komm mal hier rein. Nicht, dass wir uns aus Versehen noch irgendwas anderes pullen. Oh, da haben wir sie nämlich schon wieder. Den Salat. Oh, Leute, aufpassen, aufpassen. Bronco kommt schon wieder auch auf. Kann ich hier noch einen Verband? Pass doch mal auf. Okay, haben wir hier nochmal für Ruhe gesorgt. Alter, Leute, das ist echt übel. Was, wie viele hier auch sind. Wie soll man das denn mal so an einem entspannten Ausflug machen? Das ist ja
Das ist ja Wahnsinn. Somit mal eben schnell ist hier echt gar nichts. So, hier ist der Ausgang vom Lager. Ich möchte mal gucken, was auf der Seite noch ist. Da oben gibt es doch noch was. Aber zuerst wird hier nochmal gelootet. Ich denke, hier überall werden noch Kisten sein. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Das ist Loot und Loot tut gut. Und wir nehmen alles, was wir kriegen. Da stehen auch noch welche, Leute. Sind die zu dritt? Opferfänger. Opferfänger, Opferfänger. Was seid ihr denn für welche? Leute, das macht mir ein bisschen Sorge. Weißt du was, Bronco? Wir gehen einmal hier oben hoch und wir holen uns sie von vorne. Weiß nicht, was das für Gesellen sind. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, ob sie irgendeine Art von Boss gibt in dem Camp. Ich habe das Gefühl, das ist gerade mal die Hälfte, dass wir, was hier eben... Oh, die sind zu dritt. Die sind zu dritt. Wir schießen mal rein. Vielleicht können wir schon mal so ein bisschen ausdünnen. Schön, dass du alleine kommst. Ich weiß auch nicht, ob mein Lähmungsgift hier überhaupt irgendwas bringt. Geht's hier nicht gut? Los, Alter. Meine Herren. Heute, das ist Hardcore. Aber schön, dass die anderen beiden da hinten brav warten auf uns. Daneben. Meilenweit drüber. Wow. Ah, wie schön die einzeln abwartet. Also da ist auch noch irgendwas nicht ganz sauber. Pfeile haben wir gleich keine mehr. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen Bogenschützen-Skill gemacht. Das ist schon mal in Ordnung. So, ich nehme noch mal einen Verband, einfach das, was wir haben. Und dann holen wir uns die letzte der lieben Damen. Was ist denn los mit dir? Du hast gar keinen Bock, ne? Opferfänger. Ich würde dich ganz gerne nicht direkt töten. Pass auf. Wir müssen in den Netz passen. Ich möchte dich überzeugen. Ich habe keine Ahnung, was du kannst. Ob du was Besonderes bist. Und ob ich dich überzeugen kann. Nee, geht nicht. Da scheinen mir auf jeden Fall irgendwie ein paar besondere Freaks zu sein. Ich habe keine Ahnung, wofür. Was das für welche sind? Opferfänger? Na gut, wir nehmen erstmal wieder alles mit, was wir hier kriegen können. Und damit sind wir hier unten, habe ich das Gefühl. Okay, anscheinend habe ich dich doch überzeugt. Ohne es zu wissen. Nee, Feuerstein, Stammbarbar. Du bist normaler. Liegst anscheinend schon länger hier. Ist egal, ich brauche dich nicht. Nicht, dass du mir nachher in den Rücken fällst, wenn ich dich hier einfach liegen lasse. Das muss ja nicht sein. Da oben ist eine Brücke. Wir gehen mal hoch und gucken mal, ob wir über die Brücke rübergehen können. Leute, falls das hier noch, falls da noch sehr viel ist da hinten. Ich muss einmal gucken, wo ist denn die Brücke? Ist das hier? Falls das noch wirklich sehr viel ist, dann unterbrechen wir hier und machen in der nächsten Runde weiter. Aber hier scheint noch einiges zu sein. Leute, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Ich würde sagen, ganz ehrlich, in diesem Sinne, wir haben hier einiges erledigt in dieser Kaserne und wir machen das in der nächsten Folge fertig. Wenn euch die Folge gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig mein Video und unterstützt mich auf meiner Reise, begleitet mich und ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer GameRoh.